Ja, die Schulden werden in Zukunft wieder steigen, denn die Bundesregierung wird sich davon wahrscheinlich nicht abhalten lassen, hier das Loch weiter aufzureißen und vor allem damit deine Steuern in der Zukunft zu erhöhen. Vor allem natürlich auch der Bundesrechnungshof warnt erneut vor einem solchen Vorgehen und auch gleichzeitig natürlich der IWF hat bereits international gesagt, naja, liebe Leute, ihr müsst schon langsam mal auf eure Haushaltspolitik schauen, denn die entsprechende Politik kann euch auch ein bisschen um die Ohren fliegen. Wir schauen uns in diesem Zusammenhang mal die neuesten Mitteilungen des Bundesrechnungshofs, des IWF und vor allem natürlich auch die dazu aktuellen Umfragen und Statistiken an, die ganz klar sagen, man muss eigentlich erstmal richtig sparen. Und das ist natürlich das, was Politiker und Beamte am wenigsten können, denn es ist ja nicht Ihr Geld. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und auf Steuern mit Kopf befassen wir uns ja auch immer neben Steuer-How-Tos und Steuer-News auch mit Steuerpolitik und ordne das Ganze mal für dich so ein bisschen ein, damit du auch die betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen ganz einfache Informationen dazu hast. Ganz klar ist natürlich, der folgende Artikel hat mich natürlich heute dazu gebracht, dieses Video zu machen. Und zwar Klimageld, Kindergrundsicherung, Soli, was die Ampel für 2025 für Sie bedeuten. Hintergrund ist ja aktuell, dass wir einen weiteren negativen Haushalt haben und sogar ein Haushaltsloch von bis zu 35 Milliarden haben, indem man ganz klar sagen muss, das muss natürlich irgendjemand irgendwann bezahlen. Doch die Frage nach dem Irgendwann und dem Irgendwer kann ich dir heute schon sagen, denn das wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit du sein. Vor allem dann, wenn du in den nächsten 10 bis 20 Jahren, sag ich mal, noch lebst und arbeitest. Da natürlich in der Privatwirtschaft. Es ist natürlich in dem Zusammenhang so, dass aktuell der Haushalt hier nach den aktuellen Projektionen wie folgt aussieht. Experten erwarten keine großen Abweichungen von den bisherigen Plänen. Das würde Steuereinnahmen von 394 Milliarden, hier übrigens nur Bundessteuern, hier bedeuten, 19,3 Milliarden mehr als in diesem Jahr und Ausgaben in Höhe von 451 Milliarden. Das heißt auch schon hier mal wieder ein geplantes Defizit von knapp 40 bis 50 Milliarden. Und in dem Zusammenhang ist es aber auch so, dass man hier nicht genau weiß, okay, geht das vielleicht in Zukunft in die andere Richtung nach unten. Denn auch die Steuereinnahmen sind ja vor allem im Konsumbereich schon eingebrochen. Wo geht das ganze Geld aber natürlich hin? Und das ist vor allem auch das, wo die Ampel im Grunde immer, sag ich mal, ihre Märchen erzählt. Denn die größten Investitionen gehen natürlich in Rente, Bürgergeld, Arbeitslosengeld und weniger in die Posten wie zum Beispiel Straßenschienen, Straßenwasserverkehr und sonstiges und natürlich auch hier Beamtenpensionen, wo man ganz klar sagt, das ist eine reine Umverteilung. Man will trotz dieser Thematik weitere neue Umverteilungsmaschinen einbauen, wie zum Beispiel die Kindergrundsicherung. Ein Verwaltungs- und Steuergeldloch ganz einfach, was sich da reinreißen wird, was ja auch hier im Grunde zu Lasten von Leistungsträgern ausgeführt wird. Gleichzeitig soll ja auch der Verteidigungsplan hier weiter angepasst werden, dass man sagt, hey, wir schaffen hier ein neues Sondervermögen, also neue Sonderschulden, die du irgendwann bezahlen darfst und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und die Abschaffung der Rente mit 63. Das ist natürlich alles Thema, wo man sagt, ja, kann man ja machen. Aber dann kommen auch gleich wieder so Sachen wie Klimageld soll eingeführt werden, wo ja unter anderem hier die ganz einfach, sag ich mal, umstrittene Meinung ist, ob das überhaupt möglich ist, denn das Geld wurde ja auch jetzt schon verplant. Gleichzeitig sind ja auch hier diese Themen mit dabei, wo man ganz klar sagen muss, alles was jetzt kommt, zahlst du. Steuerbefreiung, Nacht-, Sonntags-, Feiertagszuschläge, ermäßigter Steuersatz auf Kulturgüter, dann natürlich Subvention für Diesel- und Dienstwagenprivileg und. Wo man ganz klar sagen muss, das zahlst am Ende du. Und die Ampel und vor allem auch Christian Lindner wird ja nie müde, hier immer zu erwähnen, wir investieren aber so viel in Investitionen. Also wir investieren und konsumieren nicht. Naja, wie schaut denn dann der Haushalt 2023 unter einer, ja sag ich mal, realen Betrachtungsweise an? Denn hier BMF-Daten, hier konsumtive Ausgaben, 402 Milliarden, investive Ausgaben, 54 Milliarden. Also ich weiß ja nicht, wie euer Haushaltsplan vielleicht zu Hause ist, wenn ihr einen habt,
Also da ist es doch eher so, dass man sagt, na, also wenn ich etwas investiere oder mehr investiere, dann sollte das doch eigentlich auch eine größere Zahl sein und nicht hier vor allem eine größere Umverteilung. Vor allem auch mit Blick auf hier die Situation, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, dass Statistiken auch hier ganz klar darlegen, dass die Investitionen vor allem geringer sind als 2019, also vor der Corona-Situation, nämlich bei knapp 6 bis 7 Milliarden reine Investitionen und davor waren es, glaube ich, ca. 11 oder sowas. Und dann während Corona waren es, glaube ich, 13 oder 14, weil man da mehr investiert hat. Und jetzt ist aber auch so, dass selbst der Rechnungshof wieder warnt. Denn ganz klar ist an dieser Stelle, der Rechnungshof warnt vom Ende der Schuldenbremse. Denn genau das ist ja das Thema, wo man sagt, die Politik wird immer behaupten, sie komme nicht mit dem vorhandenen Geld aus. Deshalb sei eine Eingrenzung durch die Schuldenbremse wichtig, als Schutz kommender Generation. Und genau das ist der Punkt, was im Grunde Beamte und vor allem auch Politiker nie verstanden haben. Das Geld wird nie reichen. Und das ist das, was ich in einem Online-Kurs, den wir jetzt gerade zusammenbauen, auch schon für Unternehmen sage. Wenn du ein sauberes und gut strukturiertes Unternehmen haben willst, das kann man auch auf den Staat übertragen, denn ganz klar, der Staat ist auch ein Unternehmen und muss mit den Einnahmen, die er von seinen Steuerzahlen bekommt, sich richtig haushalten. Und hier ist einfach nur der Hintergrund aus und sagt, naja, das Geld ist immer eine knappe Ressource, egal was ich mache. Der Unterschied beim Staat ist, ich kann schlicht und ergreifend einfach die Steuern erhöhen. Als Unternehmer kannst du das nicht. Und genau das ist das Problem. Deswegen, es werden zwangsläufig immer mit der aktuellen und auch der merkelschen Regimepolitik werden weiterhin die Steuern einfach nur weiter erhöht und dann natürlich die Ausgaben erhöht, weil man immer mehr umverteilen will, immer mehr Wahlgeschenke machen will und vor allem auch immer mehr Behinderung der freien Wirtschaft haben will. Und auch das Verfassungsgericht sagt natürlich, die im Grunde geltenden Regelungen müssen angewendet werden. Und wenn man natürlich jetzt hier allein hergeht für das Jahr 2024, hat auch der Bundesrechnungshof gesagt, naja, das derzeitige Defizit ist nicht ganz richtig. Nämlich, wenn man hier Rücklagen, Sondervermögen und alles zusammennimmt, dann sind wir nicht bei 39 Milliarden Defizit, sondern 81 Milliarden Defizit. Also man sieht schon, wie hier auch gerade getrickst wird mit bestimmten Zahlen. Gleichzeitig weiter, es ist ein Punkt, da wo wir gleich beim IWF dazu kommen, was natürlich auch nicht vergessen wird, der Zinsaufwand steigt als weitere Kostenwirkung. Und ein Konsolidierungsaufwand wäre ja nur, oder Konsolidierungsplan müsste jetzt erklärt werden für 25 und fortfolgende, damit man hier im Grunde den Haushalt reduziert. Denn wie gesagt, die Schuldenbremse ist natürlich hier ein Garant souveräner und vor allem demokratischen Handels. Denn wer heute Teenager ist und 2028 ins Berufsleben eintritt, der trägt bis 2061 die Schulden von heute. Also ich sage es mal so, bei mir ist wahrscheinlich dazwischen 2055 und 2000, ja theoretisch sagen wir 60, wahrscheinlich auch in Rente gehen werde. Und das bedeutet, das sind im Grunde das, was man hier die nächsten 40 Jahre abzahlt. Und in dem Zusammenhang muss man auch ganz klar sagen, dass diese Politik auch scheitern wird. Und das sieht man gerade hier ganz krass an den USA. Denn wie gesagt, hier ist vor allem auch der IWF gerade besorgt über die Staatsschulden. Er warnt hier auch vor schweren Folgen. Und zwar natürlich mit Blick darauf, dass es hier heißt, der Schuldenstand der USA könnte noch in diesem Jahr über die Marke von 35 Billionen steigen. Blickt man auf die sieben großen Industrienationen, dann haben die USA mehr Schulden als die anderen sechs Staaten zusammen. Der IWF warnt auf längere Sicht vor einem Risiko für die Finanzpolitik und die Finanzstabilität. Warum? Weil man eben nicht vergisst, die Zinssituation hat sich geändert. Ich meine, die Politik des billigen Geldes, die ja letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrzehnts eigentlich, muss man ganz klar sagen, die gibt es nicht mehr. Also müssen jetzt an dieser Stelle hier auch Staaten damit klarkämen, auch dementsprechend deutsche Bundesregierung, und ganz klar sagen, hey, dann müssen wir natürlich hier entweder die Einnahmen erhöhen, was ich immer sage, entweder Einnahmen erhöhen, bedeutet für dich höhere Steuern, entweder das Ganze weginflationieren oder im Grunde Leistungen streichen. Und was die aktuelle Regierung nicht machen wird, ist Leistungen streichen, vor allem was Bürgergeld, Arbeitslosengeld und soziale Umverteilung bedeutet, weil die SPD den größten Haushalt hier beibehalten will. Was bedeutet also? Entweder hier weiterer Anstieg der entsprechenden natürlich Steuern, das ist eigentlich schon fast sicher, dass es kommen wird. Plus natürlich zusätzlich hier an der Stelle eine Inflation. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass hier die Projektionen auch mit Blick auf die USA, natürlich hier die Staatsverschuldung und so weiter, durchaus kritisch sind, wo man sagt, naja, das kann sich durchaus negativ entwickeln. Und vor allem hier kann man das auch ein bisschen mit Deutschland zu vergleichen. Ich meine, wir sind nicht so krass, wir haben jetzt noch nicht die 60% erreicht, aber man sieht durchaus mit unserem Haushalt, dass die Zinsen hier einfach immer stärker steigen. Und das ist auch das, was ja letztes Jahr unter anderem Christian Lindner auf die Füße gefallen ist, dass plötzlich das Delta, das er nutzen wollte, um hier Sonderfinanzierung reinzubekommen, ihm dann um die Ohren geflogen ist, weil plötzlich die Zinsen schneller gestiegen sind und damit er es hier nicht mehr umsetzen konnte. Und da sagt es natürlich hier,
auch das das Problem ist bei den USA, die haben keine guten Lösungen. Denn sie müssten anfangen, schlicht und ergreifend zu tilgen. Und das ist im Grunde das Problem, was deutsche Politiker nicht verstehen, dass man auch irgendwann schlicht und ergreifend mal sagen muss, Leute, wir können uns das nicht leisten. Oder man muss einfach so weit gehen und sagen, hey, wir müssen den Beamten, den öffentlichen Dienst und Sonstiges abbauen. Denn, wie gesagt, die Dienstleistung in diesem Bereich ist eh schon mehr als schlecht, wenn man sich so umhört. Und da kann man ganz klar sagen, dann lieber ein bisschen einfach auf die Bremse treten. Denn das kennt man auch von Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz sind, dass sie immer noch neue Schulden und neue Schulden aufbauen, anstatt endlich mal hier sich sozusagen zu sanieren und im Grunde hier einen sauberen Haushalt, sei es bei Unternehmen oder bei der Regierung, hinzubekommen.